Hallo, liebe Faultiere, und herzlich willkommen zum Thema Kameralistik 1. Was ist kamerale Buchführung? Kameralistik wird gerne verschrien als altertümlich, beschränkt und als Hindernis bei der Konsolidierung und Modernisierung des öffentlichen Finanzwesens. Dabei ist Kameralistik das klassische Rechnungswesen der öffentlichen Hand im deutschsprachigen Raum. Der Begriff stammt vom lateinischen camera, die Kammer, im Sinne von Schatzkammer ab. Bei Städten und Gemeinden ist der Begriff Kämmerer noch gängig. In der Kameralistik geht es also erstmal nur ums Geld. In Artikel 110 Absatz 1 des Grundgesetzes heißt es, alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes sind in den Haushaltsplan einzustellen. Betriebswirtinnen und Betriebswirte würden unter Einnahmen und Ausgaben Veränderungen am Geldvermögen verstehen, also an dem Saldo aus Geldbestand, Bestand an Forderungen abzüglich des Bestandes an Verbindlichkeiten. Aber weit gefehlt! Einnahmen und Ausgaben im Sinne des Haushaltsrechts, das sind die voraussichtlichen Einzahlungen und Auszahlungen eines Rechnungsjahres ohne Berücksichtigung entstehender oder erlöschender Forderungen oder Verbindlichkeiten. Die Prinzipien des deutschen Haushaltsrechts sind nämlich wesentlich älter als die betriebswirtschaftlichen Wertekategorien. Schon 1850 stand in Artikel 99 der Verfassungsurkunde für den preußischen Staat, alle Einnahmen und Ausgaben des Staats müssen für jedes Jahr im Voraus veranschlagt und auf den Staatshaushaltsetat gebracht werden. In über 170 Jahren Betrieb wurde die Kameralistik natürlich fortentwickelt und den Anforderungen der jeweiligen Zeit angepasst. Ihr Prinzip bleibt aber das einer Gelderhebungs- und Geldverbrauchswirtschaft. Im Haushaltsplan werden mit dem Soll die erwarteten bzw. erlaubten Einnahmen und Ausgaben eines Jahres im Voraus nach ihren Entstehungsgründen und ihren Zwecken aufgelistet. Demgegenüber steht der Istwert eines Einnahme- oder Ausgabetitels, also die tatsächlich erzielten Einnahmen oder die tatsächlich geleisteten Ausgaben. Dabei kann vorgesehen werden, dass Ausgaben, selten auch Einnahmen, deren Soll nicht ausgeschöpft wurde, als sogenannte Reste in das Folgejahr mitgenommen werden dürfen. Und damit reicht's auch schon wieder. Bleibt faul und bis zum nächsten Mal.